Aber ich komme immer noch nicht drauf klar, vor allen Dingen, dass du sowas als Lehrer nötig hast. So, willkommen zu einer neuen Runde Bettenkrieg. Mein ursprünglicher Plan für heute war es, eine Runde Ice MC mit Tim zu schneiden. Da habe ich, glaube ich, noch irgendwie 3-4 Aufnahmen, die ich eigentlich noch schneiden wollte. Ohne Dings-Audio aufnehme, sondern dass ich wirklich mir auf meinen Bluetooth-Kopfhörer Musik angemacht habe. Meine Main-Kopfhörer sind kaputt, deswegen donatet mir mal was, Kappa. Wie der Zufall so will, habe ich mich dazu entschlossen, eine neue Folge von Geschichten aus dem Paulanergarten aufzunehmen. Fuck, wieso ist einer schon in der Mitte? Das war doch mein Patent und so. Und ich hatte ursprünglich vor, eine Geschichte aus dem Paulanergarten über einen meiner anderen Lehrer aufzunehmen. Was ist jetzt sein Problem? No front! Er kommt auf den Namen Jens Spanplatte. Übrigens wird, wenn alles glatt läuft, Geschichte aus dem Paulanergarten ab sofort ein festes Programm. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich so viel Stuff aus meiner Schule habe, den ich euch erzählen kann und wo man sich eigentlich im Grunde genommen dauerhaft Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich fragt, wie haben die es effektiv geschafft zu fucking studieren? Die heutige Geschichte aus dem Paulanergarten. Wie fange ich das jetzt an? Eine Ewigkeit später. Es ist immer noch der Lehrer, bei dem ich sehr das Gefühl habe, dass es was Persönliches ist. Wir hatten gestern Informatik. Wir nennen meinen Lehrer mal Dimitri. Dimitri. Es kann, by the way, sein, dass gleiche Lehrer in unterschiedlichen Folgen anders heißen, weil ich mir das nicht merken werde. Dimitri hat uns Aufgabe gegeben, die wir sollen machen. Daraufhin die Personen um mich herum und ich haben angefangen zu tun, als würden wir Aufgabe machen. Ich bin nicht so der Hellste. Zumindest was Informatik angeht. Und viele andere Fächer. Ich verstehe mich auch nicht so gut mit meinen Lehrern. Zumindest was Informatik angeht. Und viele andere Fächer. Naja, auf jeden Fall hat er mir gesagt, weil ich so ein bisschen lost war und... Ich meine, Informatik, man sagt, und das haben mir Leute gesagt, die das beruflich machen. Das richtig beruflich machen. Nicht auf dieser Basis, ich bin Lehrer und mache da meine Schüler blöd an, sondern auf dieser Basis, ich verstehe was von dem, was ich mache. Mach das als Job. Also jetzt... Nicht, dass Lehrer kein richtiger Job wäre, nur bei manchen Leuten. Sondern halt auf dieser, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, dann wisst ihr es halt nicht. Ist mir auch eigentlich Wayne. Wir haben hier den Jens Spanplatte wieder am Start. Das sieht gar nicht gut aus. Wie der zufällige Zufall so wollte, wusste ich nicht, wie ich was implementieren soll. Hab ein bisschen was aus dem Internet kopiert. Das sah für mich logisch aus. Ich habe sogar erfolgreich angepasst auf mein Beispiel. Aber hab dann halt einen Fehler gemacht. Und dann sagt er, ja, das musst du so oder so und so machen. Und ich so, ja, okay. Ich mach so den ersten Schritt. So die erste Hälfte habe ich hinbekommen, zweite Hälfte nicht mehr. Und der dann so, ja, wie sieht denn dein, nennen wir das mal, was ich machen sollte, Autobahn. Wie sieht denn deine Autobahn aus? Ich sag geradeaus, weißt du? Ich sollte aufhören mit schlechten Witzen. Und auf jeden Fall, dann, ja, wie sieht das aus? Und ich so, ja... Nee, siehst du doch, oder hast du keine verfickten Augen im Kopf? Ich so, ja, wie macht man das? Wusstest du nicht, wie man das macht? Und ich so, what the fuck? In Anbetracht der Tatsache, dass sie hier gerade stehen und mich das fragen und dass das falsch ist, schätze ich mal, dass ich es anscheinend nicht so gut kann, oder? Ja, das sind aber doch die Grundlagen. Und die musst du besser können. Und ich so, ey, Digga, wenn du ein vernünftiger Lehrer wärst, wenn du mir das vielleicht zur Abwechslung erklärt hättest, anstatt mich nur blöd anzumachen. Wenn du mir das sowas erklären würdest, dann wüsste ich es vielleicht auch besser, du. Und dann kommen wir zum Besten. Und dafür hat er sich eigentlich so eine Kopfnuss verdient. Eigentlich mehr, da fährt er sich eigentlich eine Schlacht in die Fresse mit einem Baseballschläger vom Hulk im Adrenalinrausch verdient. Er kommt dann an, geht dann hin und sagt dann nicht direkt, dass ich das war. Aber er sagt dann ja und dann kann ja einer. Und schaut dann noch zu mir so rüber, ja, dann kann ja einer die das und das als Basic nicht und nach so und so viel, so und so lange Unterricht und sonst was. Und ich denke mir so, ey, kannst du das nicht vielleicht noch ein bisschen unauffälliger machen? Digga, das ist kein Witz, dieses geht dann hin, fängt an mit anderen Schülern hinter meinem Rücken über mich zu lästern. Ja, kein Problem, wenn du mich über mich lästern willst, aber du machst nicht hinter meinem Rücken. Wenn du was gegen mich hast, komm zu mir, sag's mir ins Gesicht, dann können wir das klären. 18 Uhr Bahnhof, let's go. Aber, ey, das triggert mich wirklich. Wenn ein Lehrer, der eine Vorbildsfunktion haben soll und sonst was, hingeht und meint, er muss mit seinen Schülern hinterm Rücken von anderen Schülern. Ja, aber jetzt mal erst, wenn er dann meint, er muss mit einem Schüler hinterm Rücken von dem mit anderen Schülern zusammen über den lästern. Und dann hat er das nochmal so 20 Mal in der Klasse auch angemerkt und hat mich die ganze Zeit dabei noch so richtig behindert angeschaut. Wenn ihr die Basics noch nicht so ganz könnt, dann solltet ihr das wiederholen. Schaut mich dann an. Ich denke mir so, Digga, kannst du es nicht noch ein bisschen unauffälliger machen? Also ganz kurz,
Ich habe in der letzten Folge von Geschichten aus dem Paulanergarten schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass der Typ was Persönliches gegen mich hat. Vielleicht wisst ihr jetzt, woher dieses Gefühl bei mir kommt. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt wisst, woher das kommt, dass ich sage, dass er was Persönliches gegen mich hat. Ehre genommen! Ich reg mich leicht auf bei vielen Sachen. Das tiltet mich wirklich. Das triggert rein. Mit anderen Schülern, ja, ganz ehrlich, lässt er über mich, aber der macht das nicht hinter meinem Rücken. Nee, erstmal wirklich ernsthaft. Lässt er über mich, aber nicht hinter meinem Rücken. Lässt er über mich vor meinem Rücken. Fängst du dir vielleicht eine, aber so, dieses, das ist vor allen Dingen, was ich immer noch so beeindruckend gerade an dieser Nummer finde. Aber ich komme immer noch nicht drauf klar, vor allen Dingen, dass du sowas als Lehrer nötig hast. Ich sag's nochmal, für die, die es noch nicht verstanden haben. Da geht ein Lehrer hin, ein Schüler versteht was nicht, der Lehrer macht den Schüler blöd an, weil er es nicht versteht, weil der Lehrer es nicht hinbekommt, es zu erklären. Und dann geht der Lehrer hin und lästert mit anderen Schülern hinter dem Rücken von denen über den... Digga, nee, ich komm nicht drauf klar, tut mir leid, der hat einfach seinen Beruf falsch gewählt. Der Typ hat sich auch extra eine, Gaming-Tastatur von irgendeiner No-Name-Marke mitgebracht und dann sitzt der da immer an seinem scheiß Monitor und tippt dann da rum und die ist so vom Sound her, ist nicht ganz so geil wie eine Black Widow, also Black Widow hört ihr hier. Die ist nicht ganz so geil wie eine Black Widow, aber die hat so einen ähnlichen Sound. Die ist halt auch laut. Ist halt eine mechanische Tastatur. Ist halt laut, logisch. Bruder, dann sitzt der da und tippt dann halt immer und beantwortet keine Fragen und kein gar nichts. Oh, der Grüne, läuft bei dem. Und jetzt, wenn der dann sitzt und an seiner E-Rape-Tastatur rumtippt, während wir hier so eine. Während wir so Mäuse haben, wo der Laser nicht richtig funktioniert und Tastaturen, von denen man Finger-Aids bekommt. Und ich weiß auch nicht, ob es so ratsam ist. In Zeiten von steigenden Corona-Zahlen. Ich weiß auch nicht, ob man dann zwangsweise sich die ganzen... Ob man sich zwangsweise dann an die Tastatur gehen muss, wo schon vor dir 20 Leute rumgetippt haben. Wirklich dann immer, wenn er mir blöd kommt. Und dann auf seine E-Rape-Tastatur. Nee, aber wirklich, wenn er da dann einfach nur sitzt und seine blöden Kommentare macht, dann habe ich wirklich das Verlangen, zu ihm hinzugehen. Und ich werde euch jetzt mal einen Clip einblenden, was ich gerne mit seiner Tastatur machen würde. Vielleicht können ein paar von euch da relaten, aber wie sagte eins schon in Scope? Es interessiert mich nicht. Erstmal ernsthaft, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch so einen netten Lehrer habt. Nee. Hurensohn. No front!